اثر دیگر ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی. Das zionistische Regime ist ein Krebsgeschwür. Es muss entfernt werden und es wird entfernt werden. Das iranische Regime ruft offen auf zur Zerstörung des Staates Israel. Es plant die Vernichtung von Israel. Wenn es um unsere Existenz geht, unser Schicksal, dann können wir unsere Zukunft nicht in die Hände anderer legen. Dann müssen wir uns allein auf uns selbst verlassen. Wir müssen mit Kriegsgefahr beginnen, auch wenn keiner der Verantwortlichen das Wort in den Mund nimmt. Es ist nicht mehr zu überhören, dass im Atomkonflikt mit Iran der Geräuschpegel steigt und die Nervosität. In einem Badeort an Israels Mittelmeerküste treffen sich die renommiertesten Sicherheitsexperten der Welt. Es geht um ein Thema. Wird es Krieg geben mit dem Iran? Wird Israel losschlagen aus Sorge über Irans Atomprogramm? In der Menge der Militäranalysten und Politberater fällt uns einer auf. Dieser Mann weiß mehr als die meisten anderen. Efraim Halevi war Chef des gefürchtetsten Geheimdienstes der Welt. Wir treffen ihn wieder in seiner Wohnung in einem Neubaugebiet von Tel Aviv. Und er sagt einen merkwürdigen Satz, der zu denken gibt. Offensichtlich ist es ja in den letzten paar Jahren immer weniger sicher geworden für alle, die in Aktivitäten involviert sind, welche nicht auf Frieden zielen. Gefährliche Zeiten für Israels Feinde. Es klingt wie eine Drohung. Vorgetragen wie immer bei israelischen Geheimdienstlern mit diesem wissenden Lächeln. Heißt das, der Krieg hat längst begonnen? Nicht offen auf dem Schlachtfeld, sondern versteckt? Führt Israels Geheimdienst einen geheimen Krieg? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Auf der Spur der Agenten, quer durch eine Region, die jeden Moment explodieren kann. Eine Hauptstadt zwischen Europa und Asien. Hier wird großes Geld gemacht. Baku verdient am Öl- und Gasexport. Einer der Hauptkunden ist Israel, das umgekehrt Waffen liefert. Ein Milliardengeschäft. Wer es hier wagt, gegen den herrschenden Familienclan zu opponieren, muss aufpassen. Wir treffen Arastun Oruclu in einem Hinterhof im Stadtzentrum. Der regierungskritische Politikanalyst war früher Offizier bei der Spionageabwehr des Landes. Aserbaidschan und Baku sind das Zentrum der Geheimdienstwelt. So wie Casablanca im Zweiten Weltkrieg und Norwegen im Ersten. Ein undurchsichtiges Land, autoritär regiert, aber schwer zu kontrollieren. Für Agenten ist das hier ideales Gebiet. Für Aserbaidschan spricht zudem seine Lage, geopolitisch hochbrisant. Im Norden die Russen, im Süden die Islamische Republik Iran. Es heißt hier, der israelische Geheimdienst hat sich eine Basis geschaffen in Teherans Hinterhof. Die Israelis wollen alles herauskriegen, was mit dem Iran zu tun hat. Dafür ist Aserbaidschan gut geeignet. Es gibt hier viele Beziehungen zum Iran. Und es ist der einfachste Weg in den Iran. Die Israelis bestreiten ja auch gar nicht, dass sie hier vertreten sind und dass sie gegen den Iran arbeiten.
working against Iran. They are not denying it. Dutzende israelische Agenten operieren hier, dazu geschätzt tausende Revolutionsgardisten aus Iran. Aserbaidschans Sicherheitsleute haben längst den Überblick verloren, wer sich hier tummelt. Dabei wird ihr kleines Land immer mehr von einem Zentrum für Geheimoperationen zum Schauplatz eines Kalten Kriegs. Diese Bilder hat Aserbaidschans Geheimdienst gemacht. Sie sollen zeigen, wie Terroristen Ziele in Baku ausspionieren. Die Polizei hat jede Menge Waffen und Sprengstoff beschlagnahmt und 22 Verdächtige verhaftet. Angeblich haben sie Anschläge geplant auf amerikanische und israelische Einrichtungen im Auftrag des Iran. Es ist wie im Spionagefilm. Unter dem Deckmantel diplomatischer Aktivitäten seien ganze Agentennetzwerke im Land unterwegs, sagt einer, der es wissen muss. Ilham Ismail, selbst lange Jahre Geheimdienstler für Aserbaidschan. Der israelische Geheimdienst versucht hier an Informationen über Iran zu kommen. Natürlich gibt es dazu kein offizielles Abkommen zwischen Aserbaidschan und Israel, aber es dürfte einen inoffiziellen und freundschaftlichen Informationsaustausch geben. Wir machen uns auf den Weg an die iranische Grenze. Südlich der Hauptstadt Baku die großen Ölraffinerien, die den Machthabern hier ihren Reichtum beschert haben. Kurz danach wird die Straße schlecht, die Menschen leben im Matsch. Auffallend die vielen Masten mit elektronischem Gerät. Zu Sowjetzeiten hat schon der KGB hier den Iran belauscht. Wir sind jetzt hier in Astara, 5,5 Autostunden südlich der Hauptstadt Baku. Israels Geheimagenten nennen diese Region die graue Zone. Denn genau hier drüben beginnt der Iran. Filmen ist nur noch möglich mit versteckter Kamera. Das hier ist der Grenzposten, eine Grauzone in der Tat. Die iranische Regierung protestiert, Israels Agenten würden hier die Grenze überqueren, auf ihrem Weg zu tödlichen Operationen in Iran. Es ist der 11. Januar 2012. Im Haus des Atomwissenschaftlers Mostafa Ahmadi Roshan warten sie vergeblich. Der 32-Jährige kommt nicht zurück von seiner Arbeit in einem Forschungsprojekt für Irans Atomprogramm. Die Behörden haben uns gesagt, dass unserem Sohn etwas zugestoßen ist. Wir haben dann nachgeforscht und erfahren, er ist zum Märtyrer geworden. Zwei Leute waren es auf einem Motorrad, sie waren maskiert. Das Motorrad raste heran und sie hatten etwas in der Hand. Es gab einen lauten, schrecklichen Knall. Alle Fenster gingen kaputt. Es ist nicht der erste Anschlag dieser Art. Es ist, als wolle jemand zeigen, wer für Irans Atomprogramm arbeitet, lebt gefährlich. Januar 2010. Der Nuklearphysiker Massoud Ali Mohammadi stirbt vor seinem Haus in Teheran durch eine ferngesteuerte Bombe. November 2010. Majid Shahriari, Top-Ingenieur im Atomprogramm, stirbt in seinem Auto. Die Mörder hatten einen Sprengsatz an der Tür befestigt. Juni 2011. In Russland stürzt ein Flugzeug ab. Dutzende Passagiere werden getötet, darunter 6 Wissenschaftler, die für Irans Atomprogramm arbeiteten. Juli 2011. Dariush Rezai, ein weiterer Wissenschaftler, wird vor den Augen seiner Frau erschossen. Die Killer fliehen auf einem Motorrad. Eine lange Reihe mysteriöser Todesfälle unter Irans Atomwissenschaftlern. Alles Zufall?
Amerikaner sagen zu sowas, shit happens, Dinge passieren halt. Ein israelischer Minister hat all das beschrieben als wundersame Missgeschicke. Wir sind, sagen wir mal, kreativ. Wir sind unkonventionell in manchem, was wir tun. Und wir behalten fast alles für uns. Irgendwo am Nordrand von Israels Mittelmeermetropole liegt das Hauptquartier des wohl geheimsten Geheimdienstes der Welt. Mossad, hebräisch für das Institut. Niemand darf das Gebäude filmen. Wer hier arbeitet, begreift sich als Bollwerk gegen die Feinde Israels. Für die meisten Mossad-Leute ist das eine Mission. Ist das ihre Lebensmission? Diese Mission zu erfüllen, sind sie bereit, alles zu riskieren. Diese Risikobereitschaft ist eine starke Waffe. Und wenn es funktioniert, kann man fast alles erreichen. Die Mossad-Agenten glauben, dass Israel von Vernichtung bedroht ist. Dass die Nichtjuden die Israelis entweder umbringen wollen oder zumindest weggucken, wenn jemand Israel bedroht. Dass wir ganz allein auf uns gestellt sind und als letzte Option den Geheimdienst haben, der die Israelis vor der Auslöschung bewahrt. Die existenzielle Gefahr. Für Israels Regierungschef liegt sie in Bunkern tief unter der Erde des Iran. Das iranische Atomprogramm, davon ist Benjamin Netanyahu überzeugt, dient einem einzigen Zweck. Die Mullahs wollen die Bombe. Iranische Beteuerungen, es gehe nur um zivile Nutzung der Kernenergie, sind für ihn dreiste Lügen. Bei diesen Bildern aus Iran erinnert er an die Vernichtungsmaschinerie der Nazis und gelobt, einen zweiten Holocaust zu verhindern. Wir werden verhindern, dass Iran Nuklearwaffen entwickelt. Wir lassen alle Optionen auf den Tisch und Zurückhaltung ist definitiv keine Option. Der jüdische Staat wird nicht zulassen, dass die, die unsere Vernichtung wollen, die Mittel erlangen, um ihr Ziel zu erreichen. Ein Iran mit Atomwaffen muss gestoppt werden. Für Benjamin Netanyahu ist das die Mission seines Lebens. Jedem in Israels Administration ist das klar. Wer Agent bei Mossad ist, gibt im Lebenslauf an, Mitarbeiter im Büro des Premierministers. Shmuel Bar war 30 Jahre lang Mitarbeiter im Büro des Premierministers. Wenn du tust, was jeder erwartet, dann wird es jeder erwarten und du kannst es nicht tun. Also musst du Unerwartetes tun, damit du nicht ertappt wirst. Die Geschichte des israelischen Geheimdienstes ist unglaublich spannend. Es gibt gute Episoden, schlechte Episoden, Fiaskos, viele Erfolge. Immerhin geht es um zehntausende Menschen, die in den vergangenen 65 Jahren nichts anderes gemacht haben, als verdeckt Informationen zu sammeln und Geheimoperationen durchzuführen. In der Wahl seiner Methoden war der Mossad noch nie zimperlich. Und auch jetzt wird in Israel eine Frage gar nicht weiter diskutiert, ob es moralisch erlaubt sein kann, im Geheimdienstauftrag zu töten. Der Zweck heiligt die Mittel. Dieses Gebäude hier, mitten im Stadtzentrum von Tel Aviv, war mal das Hauptquartier der Geheimdienstakademie für spezielle Operationen. Spezielle Operationen, dazu zählt der Mossad, Sabotage, Einschüchterung, aber auch, wie es hier heißt, gezielte Liquidierung. München 1972. Das Olympia-Massaker. Ein palästinensisches Terrorkommando überfällt Israels Olympiamannschaft. Alle 9 Geiseln, 4 Terroristen, ein Münchner Polizist und wahrscheinlich auch ein Hubschrauberpilot fanden den Tod. André Spitzer war als Trainer der israelischen Fechtmannschaft dabei. Eine Ausstellung in Tel Aviv erinnert an die Toten. Spitzers Witwe Anki hat alles aufgehoben, was ihr Mann damals im Gepäck hatte. Unter anderem einen Stoffhund.
von der gerade geborenen Tochter. Unmittelbar nach dem Attentat fliegt Anki Spitzer nach München. Als wir die Haustür aufmachten im olympischen Dorf und all das Blut sahen, schon im Treppenhaus, sagten sie zu mir, geh da nicht hoch. Aber ich sagte, ich muss. Ich muss sehen, wo er die letzten Stunden seines Lebens verbrachte. Ich stand dann also in dem Zimmer und sah mich um und da habe ich den kleinen Hund gesehen. Und da habe ich beschlossen, ich werde niemals aufhören zu berichten, was dort geschehen ist. Die Welt soll wissen, diese Athleten kamen zu den Spielen, um den olympischen Traum zu leben. Und sie kamen nach Hause in Särgen. Niemand soll das vergessen, damit es niemals wieder passiert. Die damalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir zieht noch einen anderen Schluss. Sie schwört Rache. Sie verspricht, die Attentäter bis in die letzten Winkel der Erde zu jagen. Ich bekam plötzlich anonyme Anrufe, schalt um 10 Uhr das Radio ein. Also habe ich das Radio eingeschaltet und gehört, dass einige Typen umgelegt worden sind, ermordet. Israel schickt Killerkommandos. Paris, Rom, Zypern, Beirut. Überall schlagen die Mossad-Agenten zu. Motti Kfir war einer von ihnen. Wir treffen ihn in dem Tel Aviver Café, in dem er damals seine konspirativen Verabredungen hatte. Ben-Gurion Boulevard, Ecke Dizengoff-Straße. Ich habe mich nicht nur 100%ig mit dem Staat identifiziert, sondern 101%ig. Der Staat war ich und ich war der Staat. Damals habe ich nie daran gezweifelt, ob eine Aktion moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Motti Kfir nimmt uns mit an einen Ort, an dem der Mossad seine Agenten auf die Probe stellte. Ein Park am Fluss im Norden der Stadt. Die Aufgabe hier für angehende Spione, in einem Abwasserrohr eine Bombe platzieren und wieder verschwinden, ohne dass es jemand merkt. Motti Kfir ist stolz auf den geheimen Krieg, den er geführt hat. Und er glaubt, dieser Krieg macht auch heute noch Sinn. Wenn Hitler eliminiert worden wäre, dann hätte es den Zweiten Weltkrieg entweder gar nicht gegeben oder zumindest nicht 6 Jahre lang. Ich glaube, dass die Eliminierung von Einzelnen die Geschichte verändern kann. Und mit Geschichte meine ich nicht 1000 Jahre zurück. Geschichte kann auch letztes Jahr sein. Not necessarily 1000 years ago. History can be last year. Es gibt einen einzigen Ort, an dem sich Israels Geheimdienste offen filmen lassen. Die Gedenkstätte für im Einsatz getötete Agenten am Nordrand von Tel Aviv. Eine Reihe dicker Bücher ehrt die Toten hier. Geheime Details, Fehlanzeige. Aufschlussreich sind allein die Daten auf den Gedenksteinen. Arye Seydorf und Avi Levin gefallen im Einsatz 2010. Der Mossad hat viele Jahre lang eine Menge Aktivitäten durchgeführt, die am Ende diesen Ort Israel sicherer gemacht haben, gegen alle möglichen Bedrohungen und alle möglichen Feinde. Der Mossad ist eine Organisation, die handelt. Wir haben nicht einfach nur Führungsoffiziere, die Informationen sammeln, sondern Agenten im Einsatz, die Operationen durchführen.
Mitte November letzten Jahres. Vor den Toren von Teheran fliegt eine schwer bewachte Militärbasis in die Luft. Der Iran hat hier Raketen getestet. Für sein streng geheimes Waffenprogramm mindestens 17 Menschen sterben. Ein Unfall, heißt es offiziell aus Teheran. Wirklich? Ein Unfall? Die Iraner wissen genau, dass sie im Fadenkreuz des Mossad stehen, dass jemand ihr Projekt sabotiert. Zwei Tage nach der gewaltigen Explosion auf dem Raketenstützpunkt, Trauerfeier in Teheran. Der oberste Ayatollah ist mit dabei, trauert um einen Märtyrer, wie er sagt. Der angebliche Unfall hat auch eine wichtige Stütze des Regimes getroffen, den Chefentwickler von Irans Raketenprogramm, General Hassan Mokhadam. Für die Israelis war der iranische General eine Schlüsselfigur, als Teil einer Terror-Connection gegen Israel. Zusammen mit diesem Mann, Mahmoud al-Mabhour. Auch er ist nicht mehr am Leben. Direkt am Flughafen liegt das 5-Sterne-Hotel Al-Bustan Rotana. Dieses Hotel bietet nicht nur Ruhe und Luxus, wie es in der Werbung heißt, sondern auch lückenlose Videoüberwachung. Das wird zum Schauplatz einer Geheimdienstoperation, wie sie die Welt so noch nie gesehen hat. Januar 2010. Mahmoud al-Mabhour ist auf dem Weg in sein Zimmer. Der Mann organisiert den Waffenschmuggel aus Iran an die radikale Hamas im Gazastreifen und wird normalerweise schwer bewacht. Hier in Dubai fühlt er sich sicher. Doch al-Mabhour wird verfolgt. Gleich von mehreren Agenten, getarnt als Tennisspieler mit Perücke und mit falschem Bart, observieren sie die Flure und wimmeln andere Hotelgäste ab. Die Überwachungskameras zeichnen alles auf. Laut Polizei auch das Killerkommando. Um 20.24 Uhr ist al-Mabhour zum letzten Mal lebend zu sehen. Auf dem Weg in Zimmer 230. Was dann genau in al-Mabhours Zimmer geschieht, ist unklar. Als das Zimmermädchen die Leiche findet, sieht alles nach Herzinfarkt aus. Erst genaue Untersuchungen machen die Ermittler stutzig. Der Lattenrost im Bett ist gebrochen, was auf einen Kampf hindeutet. Und bei der Obduktion stellt sich heraus, dass dem Opfer ein Mittel injiziert wurde, das zum Herzstillstand führt. Al-Mabhour ist ermordet worden. Aber die Täter haben ihre Rechnung ohne Dubais Polizei gemacht. Die Ermittler haben die wohl modernste Überwachungszentrale weltweit, gebaut von einer deutschen Firma. Zehntausende Kameras im ganzen Stadtgebiet werden von hier gesteuert. Es gibt fast keine Ecke, die unbeobachtet bleibt. Die Videobilder sind so exakt, dass von hier sogar Preisvergleiche möglich wären in den Auslagen der Juweliergeschäfte. Für die Polizei von Dubai gibt es keinen Fall, der auf Dauer ungelöst bleibt. Wer hat den Toten im Hotel auf dem Gewissen? Sind das die Killer kurz nach der Tat, noch mit Plastikhandschuhen an den Händen? Der Polizeigeneral macht den Fall zur Chefsache. Er setzt seine besten Ermittler darauf an, tausende Stunden Kleinarbeit. Modernste Computersoftware verknüpft die Überwachungsvideos mit Kreditkartenbelegen, Telefonprotokollen, Hotelrechnungen und Passkopien. Schon bald präsentiert Dubais Polizei eine heiße Spur. Mindestens 11 Verdächtige sind in den Mordfall verwickelt. Getarnt mit falschen Namen und französischen, britischen und deutschen Pässen. Alle haben sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt
Doch Dubais Ermittler sind sich sicher, die mutmaßlichen Mörder auf den Fotos sind Agenten des Mossad. Wir erwarten, dass Israel hier keine Liquidierungsaktionen durchführt gegen seine Feinde. Wir sind ein kleines, friedliches Land. Wir benutzen unsere Sicherheitskräfte nicht, um Leute umzubringen. Deshalb sollte der Mossad auch nicht seine Leute nach Dubai schicken, um solche Aktionen durchzuführen. Wer immer den Mord verübt hat, hat nicht mit einkalkuliert, dass die Polizei in Dubai solch moderne Technologie verwenden würde und so entschlossen sein würde, dieses Verbrechen aufzuklären. Es war ein entscheidender Fehler, die Möglichkeiten der Polizei so zu unterschätzen. Ronen Bergmann hat ungewöhnlich viele Kontakte in Israels Geheimdienstwelt. Nach der Dubai-Operation beginnt er für ein neues Buch zu recherchieren über die geheimen Kommandoaktionen des Mossad. Titel: Lizenz zum Töten. In order to authorize den entscheidenden Befehl für verdeckte Mossad-Operationen, für Sabotage, Bomben oder Attentate, darf nur der Premierminister geben. Offiziell schweigt Israel zu alledem. Keine Bestätigung, kein Dementi, Strategie der Zweideutigkeit. Details erfährt die Welt nur dann, wenn eine Operation völlig aus dem Ruder läuft. Hier in Jordaniens Hauptstadt Amman kommt es im September 1997 zu einer Mossad-Operation mit dramatischen Folgen. Sie beginnt exakt hier, als Khaled Mashal, ein Anführer der radikal-islamischen Hamas, morgens gegen kurz nach 10 aus seinem Auto steigt, um ins Büro zu gehen, und zwei Männer auf ihn warten. Aus einem merkwürdigen Kasten spritzt einer der beiden etwas in Mashals Ohr. Wie sich später herausstellt, ein heimtückisches Gift, das langsam zum Tod führt. Die Attentäter versuchen zu fliehen, aber sie werden überwältigt. Während Mashal um sein Leben kämpft, muss Israel zugeben, dass sein Geheimdienst hinter all dem steckt. Der jordanische König ist außer sich vor Wut. Wenn Mashal stirbt, so teilt er den Israelis mit, dann würden die Mossad-Agenten öffentlich gehängt. Israels Premierminister Netanyahu muss einlenken. Er schickt seinen Geheimdienstchef nach Amman mit einem Gegengift im Gepäck. Für Dani Yatom ist es die schwerste Reise seines Lebens. Der Mossad-Chef muss einen dramatischen Fehlschlag verantworten. Khaled Mashal ist bis heute Chef der Hamas. Für Dani Yatom ist die Operation in Amman das Ende seiner Karriere. Ich war der Boss, ich war verantwortlich dafür, dass unsere Kämpfer geschickt wurden. Verantwortlich für Erfolg und Scheitern. Und verantwortlich dafür, dass sie zurückkommen, nachdem der jordanische Geheimdienst zwei von ihnen gefasst hatte. Ich habe mein Möglichstes getan, um sie zurückzubringen. Und 11 Tage später waren sie zurück bei ihren Familien. And 11 days later they were back with their families. Die Iraner behaupten, auch sie hätten Mossad-Agenten gestellt. Ein Schauprozess in Teheran. Dieser Mann, so sagt Irans Staatsjustiz, soll das Attentat auf einen der Atomforscher verübt haben. Der israelische Geheimdienst habe ihm dafür $120.000 gezahlt. Ich bin aus Baku in Aserbaidschan nach Tel Aviv geflogen mit einem israelischen Pass. In Herzliya haben sie mir beigebracht, wie man Bomben baut und ein Gewehr benutzt. Dort habe ich auch geübt, mit dem Motorrad ein Attentat auszuführen. Vor den Kameras des Staatsfernsehens gesteht der Angeklagte und unterzeichnet damit sein Todesurteil. 9 Monate später wird er gehängt. Die Iraner wollen dem Eindruck entgegentreten, dass der lange Arm von Israels Geheimdienst bis nach Teheran reicht. Das Staatsfernsehen zeigt angebliche Erfolge bei der Jagd nach Mossad-Agenten. Alle Attentäter seien verhaftet.
Ich bin Masir Ebrahim und ich hatte Tarnnamen wie Amirial, Amir Abbas und so weiter. Mich haben sie 2009 nach Israel geholt, zum Training. In Israel lernten wir mit Sprengstoff umzugehen. Und wir bekamen militärische Ausbildung. Irans Fernsehen hat die Attentate im Feierabendverkehr nachgestellt. Wie im schlechten Film. Was von alledem stimmt, ist unabhängig nicht zu klären. Diese Bilder sollen den Iranern vor allem eins zeigen. Wir haben alles unter Kontrolle. Es ist natürlich ziemlich peinlich gestehen zu müssen, dass wahrscheinlich Geheimdienste anderer Nationen in ihrem Land, in Iran in diesem Fall, eine relativ freie Hand haben, herumlaufen, in stark bewachte Militärbasen reinkommen oder Wissenschaftler auf der Straße von Teheran umbringen können. Sehr peinlich. Der geheimste Geheimdienst der Welt im Rampenlicht. Nichts scheuen Israels Agenten mehr. Beschützen, ohne gesehen zu werden, ist der Wahlspruch des Mossad auf seinem Siegel. Nur eine Operation präsentiert man stolz der Öffentlichkeit. Als Mossad-Agenten 1960 den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann aus Buenos Aires entführen und nach Israel bringen. Das sind die Geschichten, aus denen Legenden werden. Davon lebt das Image des Mossad in der israelischen Öffentlichkeit bis heute. Über Geheimdienstaktionen darf in Israels Presse nicht berichtet werden. Die Kollegen behelfen sich dann meist, indem sie ausländische Zeitungen oder Fernsehsender zitieren. Endgültige Klarheit, wer genau hinter all den tödlichen Zwischenfällen steckt, wird es wohl nie geben. Eine Adresse, eine Telefonnummer oder gar eine Pressestelle hat der Mossad nicht. Zuständig ist das Büro des Premierministers. Von dort kommt auf alle unsere Fragen die Antwort, die wir erwartet hatten. Kein Kommentar. Die meisten Israelis vertrauen auf ihre Geheimdienste. Deren mutmaßliche Aktionen sind Gesprächsthema in Bars und Kneipen, obwohl niemand wirklich alle Hintergründe kennt. Wenn im Internet Bilder wie dieses auftauchen, die vorgeben, sie zeigten das Hauptquartier des Mossad, dann lachen sie in Israel darüber und sind ein bisschen stolz. Wer beim Geheimdienst arbeitet, ist jemand in der israelischen Gesellschaft, auch wenn Freunde und Verwandte, manchmal sogar die eigene Familie, oft nur ahnen, welchen wahren Job derjenige hat. Dass Papi eben nicht der Versicherungsvertreter ist mit ständigen Dienstreisen ins Ausland, als der er sich ausgibt. Es ist ein hartes Leben, weil der Agent oft weit weg ist von der Familie für sehr lange Zeit. Weil es gefährlich ist und weil man an Orten arbeiten muss, an denen normale Menschen niemals arbeiten würden. Es ist ein hartes Leben. Die Kehrseite ist, dass so ein Leben nicht wirklich natürlich ist. Normalerweise leben die Menschen in einer freien Atmosphäre. Sie reden gerne über ihre Arbeit, über ihre Probleme. Sie tauschen mit ihren Freunden Erlebnisse aus. Das gibt's bei uns nicht. Deutsche Geheimdienste, so sagen sie beim Mossad, versuchen herauszufinden, was war. Wir wollen wissen, was sein wird. Der Mossad ist längst auch in neuen Welten unterwegs. Ein wichtiger Teil des Schattenkrieges braucht keine Bomben und keine Attentäter. Er läuft lautlos und unsichtbar. Es ist ein virtueller Krieg in der Welt der Computer, über den kaum jemand etwas Genaues weiß. Hier versuchen sie ihn zu beobachten. Das Hauptquartier einer israelischen Computersicherheitsfirma. Das sogenannte Internet-Kommandozentrum hier ist das größte seiner Art weltweit, sagen sie. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf der Hut. Sie überwachen das Netz und versuchen es vor Eindringlingen zu schützen. Stellen Sie sich vor, Staat A will ein Atomkraftwerk von Staat B manipulieren. Dazu muss er nur das Computersystem attackieren, das das AKW kontrolliert.
Züge, Autos, Busse, Ampeln, Krankenhäuser, jeder Aspekt unseres Lebens wird kontrolliert von Computern. Wenn man einem Menschen oder einem Land Schaden zufügen will, dann muss man keine Bombe legen oder schießen. Es reicht, die Computersysteme zu manipulieren. Auf dem Weg zu einem Atomprogramm muss man unglaublich präzise arbeiten. Die Zentrifugen, mit denen Uran angereichert wird, müssen exakt ausgesteuert sein. Doch in Irans Atomanlagen läuft es nicht rund. Die Zentrifugen plötzlich außer Kontrolle. Die Computer spielen verrückt. Etwas hat sich ins System geschlichen und steckt alles an. Die Regierung in Washington glaubt, dass das iranische Atomprogramm erfolgreich verlangsamt werden konnte. Es gibt Hinweise, dass die Zentrifugen beschädigt wurden, wohl von diesem Virus mit dem Namen Stuxnet. Jede Aktion, die auch nur einen Teil des iranischen Programms aus der Bahn wirft, wird in Washington und in Israel als Erfolg gewertet. April 2012. Ein weiterer Virus wird entdeckt. Diesmal hat er unter anderem Irans Ölanlagen und Rechenzentren getroffen. Endlose Reihen von Programmiercode, ausgedruckt wären sie über 100 Seiten lang. Eine hochkomplexe Software, die in geschlossene Systeme eindringt und sich dort jahrelang unerkannt festsetzt. Sie kapert die Computer, ohne dass der Benutzer etwas merkt, und meldet jede Eingabe, jeden Tastendruck zurück an ihren Erfinder. In amerikanischen Sicherheitskreisen machen sie keinen Hehl mehr daraus. Dieser Virus ist ein Gemeinschaftsprojekt der USA mit Israels Geheimdienst. Das war eine Zusammenarbeit, die wohl schon mindestens 5 Jahre läuft, wenn man das Datum in dem Virusprogramm zugrunde legt. Israel gilt als führend auf diesem Gebiet. Wenn es um Staaten geht, die solche Waffen entwickeln können, dann ist Israel an der Spitze. Israel is at or near the top of that list. Stuxnet und Flame, die beiden enttarnten Viren, sind nur der Anfang. Es ist eine historische Zäsur. Die Welt steht ganz offenbar vor ihrem ersten echten Cyberwar, einem Krieg im Internet. We don't know what. Wir wissen nicht, wie viele andere Viren es noch gibt, was sie anrichten. Aber ich glaube, wir erleben die erste Phase eines Feldzuges, der weitergehen wird, solange wie es Besorgnis gibt über Irans Atomprogramm. Ein Schattenkrieg auf vielen Ebenen. Sicherheitsexperten sagen, zumindest eine Zeit lang war all das durchaus effektiv. Der heimliche Krieg gegen die Raketen, gegen die Programme und gegen manche Wissenschaftler, das hat Auswirkungen. Die Iraner verstehen, der Krieg kommt näher. Das sind nicht nur leere Drohungen. Ohne Operationen der Nachrichtendienste, ohne diese Verzögerungen und Verhinderungen, hätte Iran schon längst eine funktionäre atomare Arsenal in die Tasche gehabt. Kein Zweifel. Doch Israels Top-Politikern reicht das nicht. Gegen Irans Atomprogramm sind alle Optionen auf dem Tisch, betonen sie immer wieder. Auch und gerade die militärische. Die Luftwaffe hält sich bereit, fliegt bis nach Südeuropa, um Langstreckenflüge zu üben. Exakt genauso weit wäre es in den Iran. Premierminister Netanyahu und Verteidigungsminister Barak scheinen zu allem entschlossen. Ihre Wortwahl immer drastischer. Es gehe jetzt um Israels Existenz. Alles, was auf uns zukommen könnte, ist nichts im Vergleich zu dieser einen großen Bedrohung. Deshalb wiederhole ich, Iran darf keine Atomwaffen haben. Im Kabinett hat Netanyahu dafür gesorgt, dass er wichtige Entscheidungen jetzt ohne große Abstimmung durchsetzen kann. Meint er es wirklich ernst? Oder blufft da einer, um Iran zum Einlenken zu bewegen?
Dieses Spiel heißt auf Englisch Brinkmanship, das heißt Gratwanderung, und das ist ein riskantes Spiel. Also wenn man zu weit geht, gibt es kein Zurück mehr, und da muss Netanyahu angreifen, um seine Glaubwürdigkeit beizubehalten. Das ist eben das große Problem hier. Man geht immer mehr und mehr in diese Richtung, diese Art von Gratwanderung, und am Ende wird das Volk darunter leiden. Israels Medien haben kaum noch ein anderes Thema. Ein Luftangriff auf Iran. Und was passiert dann? Israel könnte von 50.000 Raketen getroffen werden, heißt es. Diese Postkarten hat die Regierung verschickt. Über 4 Millionen Israelis haben schon Schutzausrüstung, steht da. Hol dir auch eine, der Vorrat wird knapp. In der Tat, an den Ausgabestellen stehen sie Schlange. Viele fragen, wie man die Masken korrekt benutzt. Niemand kann die Gefahr wirklich einschätzen. Ein gigantischer Bunker, direkt unter Tel Avivs zentraler Busstation. Bereit, um 30.000 Menschen aufzunehmen, im Ernstfall. Steht der kurz bevor? Das ist die bange Frage für ein ganzes Land. Fast täglich lässt die Regierung üben für einen Tag X. Ein Minister sagt, man rechne mit 30 Tagen Krieg und etwa 500 zivilen Opfern in Israel. Es könnten aber auch mehr werden. Die abgebrühten Israelis plötzlich tief verunsichert. Es gibt Leute, die behaupten, dass die verdeckten Aktionen und die Wirtschaftssanktionen an ihre Grenzen gelangt sind und Israel jetzt an einem entscheidenden Punkt ist. Entweder akzeptieren, dass Iran eine nukleare Supermacht wird, oder eine offene Militäraktion starten, die das Atomprogramm nicht zerstören, aber es zumindest um 3 bis 4 Jahre verzögern würde. Wenn die Sanktionen Erfolg haben innerhalb eines Jahres, wunderbar. Das ist besser als einen Militärangriff zu starten. Aber sollten die Sanktionen keinen Erfolg haben, dann wird es nur einen Weg geben, um die Bombe im Iran zu verhindern, nämlich eine Militäroperation. Dann sollte es eine Militäroperation geben. Es ist das Thema, das die Israelis so heftig diskutieren wie kein anderes. Ob und wann sich Israels Regierung zum Militärschlag entscheidet, darauf haben selbst die Geheimdienstler keine Antwort. Auch für sie bleibt eine Frage. Droht statt eines heimlichen Krieges jetzt ein offener mit unheimlichen Folgen?